Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im TSW 2. Wir fahren heute mit der Baureihe 186 auf der S1 von Meißen Triebisch-Talg. Also Talg ist definitiv falsch geschrieben. Der 8 Dresden mit der 146-2. Und starten. So, lassen wir mal die Gäste einsteigen. Dafür erstmal den Fahrtrichtungswender rein und in Vorwärtsstellung. Türen rechts auf, dann gehen wir mal einmal kurz nach hinten. LZB, BZB und SIFA an. Machen uns die Spitzensignale an. Der Rest passt soweit. So, dann Scheibenwischer an. AFB an. AFB, AFB. Gehen wir auf die 40. Was ist das denn so hell hier? So, ziehen noch mal kurz die Lokbremse an. Halten. Okay. So, Zuglichter ein. Spitzensignale normal. Instrumentenbeleuchtung ist an. Lokführerpultbeleuchtung machen wir mal. Ja, lassen wir gleich an. Die brauchen wir noch. Okay, dann gucken wir uns einmal ganz kurz um. Beziehungsweise können schon mal eigentlich die Türen rechts zumachen. Gehen aber trotzdem einmal in die Außenansicht. Stehen hier gerade in Meißen Triebischtal. Wunderschön hier im Schnee. Und starten jetzt gleich, nachdem ich einen Screenshot aufgenommen habe. Also Lokbremse lösen. Die war gar nicht angezogen, kann das sein? Den Sander können wir heute, glaube ich, ziemlich häufig benutzen. Okay. So, befreien wir uns direkt. Zugbeeinflussung. Laut HUD sind wir befreit. Allerdings leuchtet hier die 85 auf, interessanterweise. Wir gehen mit der AFB hoch auf die 60. Eigentlich können wir hier das Fernlicht anmachen. Das hier. Jawohl. Auch schön, oder? Wie endlich mal hier sich im TSW was ändert, wenn man die Lichteinstellung verändert. Das sieht echt schön aus. Herrlich. Und halten in Meißen Altstadt. Wir gehen in die Bremsung rein. Jawohl. Das hat gepasst. Zugbremse lösen. Bremse ist angelegt. Gut. Wie lange sollen wir warten? Bis 18.18 Uhr und 48. Ach, sehr schön, oder? So, dann Lokbremse lösen. Und sobald wir Leistung aufschalten, löst die AFB die Bremse, genau. Wir können schon wieder den Sander hier, wo ist er? Da, den Sander betätigen. Ja. Wieso willst du nicht? Da jetzt. Na komm. Achso. Die Bremse war, glaube ich, nicht vollständig gelöst. Das ist natürlich nicht so schlau. Oh, zu viel Leistung.
So, 60 darf weiterhin gefahren werden. Hallo Kollege. In der 143. In einem Repaint das Standpunkt jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht veröffentlicht ist. Türen links auf. So, dann machen wir vielleicht nochmal einen Screenshot hier. Das Repaint gibt es übrigens zum Download im Railsim Forum. Türen sind zu. Okay, nächster Halt Neu-Sörnewitz in 4,8 Kilometern. Heißt also, wir können jetzt endlich mal ein bisschen fahren und die AfB erlaubt uns, beziehungsweise die Strecke erlaubt uns jetzt 100 zu fahren. Dann gehen wir mit der AfB hoch und schalten langsam Leistung auf. Wir wollen ja nicht noch mehr Flachstellen haben. Haben schon genug reingefahren heute. Ich finde sowas mal ganz angenehm auch zum Gucken. Ehrlich gesagt, wenn solche Videos eher in einem etwas dunkleren Setting sind, also wenn es jetzt hier so schön schneit, wenn es draußen kalt ist, wenn es im Video auch so ein bisschen dunkler ist und von der Beleuchtung her alles sehr, sehr angenehm aussieht, finde ich mal persönlich zum Gucken deutlich besser als ein Video, das zur Mittagszeit aufgenommen worden ist, was auch cool ist, weil man da sicherlich die Strecke dann am allerbesten sehen kann, aber die haben wir uns ja letztendlich ausführlich schon angeguckt. Heißt also, jetzt können auch mal die ein oder anderen Fahrten kommen, wo es weniger um die Strecke an sich geht, als um das gesamte Fahrfeeling. Ja, und das letzte Mal, als wir auf diesem meisten Abschnitt unterwegs waren, beziehungsweise das waren wir, glaube ich, nur einmal bisher, da ging es mit dem Steuerwagen in Richtung Meißen und heute machen wir das andersrum. Heute aus Meißen heraus mit der Lok, mit der 146 in Richtung Sonnenaufgang. Die Sonne, die wir da oben sehen am Horizont, die uns glücklicherweise heute nicht blendet. Gibt es ja manchmal tatsächlich solche Sonnenaufgänge, die einen nicht blenden, dass die Sonne wirklich wie so eine ganz weiße Kugel aussieht. Kommt selten vor. Passiert aber häufiger mal. Passiert aber tatsächlich häufiger im Sommer, interessanterweise, als im Winter, denn die Rotheit, sage ich mal, beziehungsweise die
besonders schönen, spektakulären Sonnengänge mit all den verschiedenen Farben tauchen dann auf, beziehungsweise finden dann vor allen Dingen statt, wenn die Sonnenstrahlen einen besonders weiten Weg zurücklegen müssen, um auf die Oberfläche zu treffen und dabei auf viele Partikel treffen, auf viele Gegenstände treffen oder auf Widerstand treffen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, dann wird nämlich das Licht ganz laienhaft erklärt, häufiger gebrochen und dann entstehen immer diese Farbspektakel. Und im Winter ist das eben so, dass aufgrund des Einfallswinkels der Sonnenstrahlen diese eben einen weiteren Weg zurücklegen müssen als im Sommer. Heißt also, auf diesem deutlich weiteren Weg sind auch die entsprechenden Sonnenstrahlen an viel mehr Widerständen vorbeigekommen, zum Beispiel an irgendwelchen Staubpartikeln in der Luft. Und diese Staubpartikel führen dazu, wo wir kommen auf den 500-Hertz-Magneten zu, wir sollten uns sputen. Genau, und diese Verwirbelungen durch die Staubpartikel führen nun mal dazu, dass die Sonnenstrahlen häufiger gebrochen werden und dementsprechend zum Sonnenuntergang auch durchaus mal roter oder orange erscheint. Und im Sommer ist es halt eben so, dass der Einfallswinkel ja nicht ganz bei 90 Grad liegt, aber halt eben so gelegen ist, dass die Sonnenstrahlen einen kürzeren Weg zurücklegen müssen als im Winter. Heißt also, im Sommer treffen Sonnenstrahlen tendenziell seltener auf Widerstand, sodass eben besagte Lichtstrahlen nicht so häufig gebrochen werden. Dementsprechend ist es durchaus wahrscheinlicher, im Sommer mal so einen Sonnenaufgang wie diesen hier zu sehen, als im Winter. Also man merke, Sonnenaufgänge im Winter sind schöner. So, 500 Hertz-Magnet ist aus. Wir achten darauf, nicht über die 45 zu gehen. Beziehungsweise wir dürfen 60 fahren gleich. Beziehungsweise wir dürften eigentlich streckentechnisch jetzt noch 100 fahren. Aber signaltechnisch eben nicht. Und das ist dann die Ankündigung auf 60. Die bestätigen wir. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und können uns auch eigentlich dann befreien. Zugbeeinflussung. Oder nicht? Zugbeeinflussung. Nee, können wir nicht. Gut, dann nicht. So, auch das wird bestätigt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, die Stimme finde ich mal eigentlich relativ angenehm für die PZB. So. Wir werden überwacht auf die 85. Nächster Halt ist dann in 2,8 Kilometern Coswig. Beziehungsweise wir hatten die 60er Ankündigung, dann sollten wir besser nicht auf 80 hochgehen. Also nehmen wir die E-Bremse und lösen sie wieder aus. Ab hier gelten die 60 und das wird bestätigt, meine ich. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So, einmal über die Weichenverbindung. Und dann müssten wir jetzt gleich wieder Streckengeschwindigkeit fahren dürfen. Nämlich genau dann, wenn wir hinter der Weiche sind.
also jetzt. Daher Leistung wieder langsam aufschalten, sodass wir auf die 100 hoch können. Und wir behalten im Auge, dass wir gleich noch Kostfisch halten müssen. Gut, wir haben, glaube ich, einen Halt zu erwarten. Ja, da kommt jetzt gleich ein Halt zu erwarten. Also schon mal E-Bremse rein. Und wir bestätigen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und ab hier dann 120 streckentechnisch oder streckenseitig. So, der 500er kann uns nichts mehr anhaben. Und wir bremsen. Türen auf, 500 Hertz Magnet ist an, also denken wir dann gleich Ausfahrt mit 25. Was haben wir hier? Habinswagen, dahinter noch mehr. Ein Talent 2. Okay, wir haben ein. Wir haben immer noch Halt zu erwarten, ne? Ja. Ich dachte, vielleicht springt das auf grün um, sobald wir die Türen zumachen, aber das ist nicht der Fall, also machen wir die Türen wieder auf. Schauen wir uns mal hier mal ein bisschen um, beziehungsweise gehen einmal raus in die Kälte. Schauen mal in die Wagen rein. Hier hoch in die zweite Klasse. Huch. Na, nicht zwischen die Deckel unten. Machen wir hier die halbe Beleuchtung an. Ach, wir haben Fahrt. Ups, ne. Och. Manchmal ist die Steuerung hier so hakelig, ne, mit der Maus. Achso, die Türen sollten wir vielleicht zumachen. Schön den Sander benutzen. So, wir denken dran, 500 Hertz Magnet jetzt noch an.
während hier vorne HL1 aufleuchtet. Das müsste jetzt aus sein. Jawohl. Also können wir uns befreien und auf die 120 hoch. Zugbeeinflussung. Nächster Halt ist in 1,6 Kilometern der Radebeul. Radebeul Zitschewich. Zitschewich. Für etwas mehr Authentizität müsste ich natürlich hier den sächsischen Dialekt mit reinbringen, aber das lasse ich jetzt mal besser. Und all meine Sachsen-Witze lasse ich auch. So, HP1 wurde davor signalisiert. Oh fuck. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ab jetzt folgt alles, was unrealistisch ist. Diejenigen, die in irgendeiner Form noch Realismus haben wollten, können jetzt abschalten. Die werden nämlich sonst jetzt graue Haare bekommen. Wir werden jetzt einige Sachen versuchen, die absolut nicht realitätskonform sind. Machen wir uns erstmal ein bisschen Licht an. Ja. Wir werden versuchen, uns nach hinten zu setzen. So, PZB ist Glück, jetzt müssen jetzt eigentlich aus sein, ne? Oder in so einer Art Standby-Modus. Also in der Hoffnung, dass ich weit genug... Ich kann ja mal ganz kurz den Plan erklären, was ich jetzt machen möchte. Lass mal so den Zug vorbeifahren. Okay, also. Folgendes ist das Problem. Wir stehen nicht am Bahnsteig und müssen mindestens mit einer Tür ungefähr in diesen Bereich hinein. Heißt also, wir müssen diesen Weg hier zurücklegen. Das Problem ist, wir sind an einem Signal vorbeigefahren, nämlich an diesem hier. Und wenn wir praktisch an diesem Signal wieder in die andere Richtung vorbeifahren und dann vor diesem Signal stehen, wird das nicht mehr umschalten auf grün. Das bleibt dann rot. Also in der Hoffnung, das müsste aber eigentlich klappen, dass wir nah genug noch am Bahnsteig dran sind, dass wir nicht komplett mit dem Zug hier dran wieder vorbei müssen, werde ich jetzt mal langsam nach hinten setzen. Okay, wir haben noch ein bisschen Weg und sind schon fast am Bahnsteig. So, das müsste eigentlich funktionieren. Jawohl. Türen auf. Ja. So viel dazu. Okay. Wir können wieder in Vorwärtsstellung gehen. Zu. Und Abfahrt. Abfahrt.
Löst doch die Bremsen. So, vor Max 45. Deshalb bin ich halt einfach nicht so ein Fan von Regionalzügen fahren, weil man ja ständig anhalten muss. Ne? Kaum ist man mal ein bisschen unterwegs und genießt so ein bisschen die Fahrt, schon muss man wieder anhalten. Da fahre ich dann doch lieber etwas häufiger im Fernverkehr, beziehungsweise mittlerweile auch sehr, sehr gerne im Güterverkehr. Das war ja zu Beginn nicht der Fall. Als ich hier noch die ersten Videos gemacht habe, da war ich jetzt nicht so ein Fan vom Güterverkehr, aber mittlerweile habe ich da echt meinen Spaß dran gefunden, dass man einfach wirklich durchfahren kann. Schon ganz nett. So, wir dürfen hoch auf die 120 mit der AFB, denken aber dran, in einem Kilometer müssen wir wieder anhalten. So, schalten jetzt schon die Leistung ab. Vielleicht noch einmal ganz kurz. So. 500 Meter. Ich nehme schon mal die E-Bremse. Vorsignal ist grün. Und helfen jetzt mit der Zugbremse nach. Es ist ja rutschig, wir wollen nicht noch mehr Gefahren eingehen als bisher schon. So. So, was steht hier? S1 nach Bad Schandau um 57. Delay approximately 1 minute. Retard d'environ 1 minute. Verspätung circa 1 minute. Was ist das hier? Ach so, ach, das ist... Ach, guck mal, das ist tatsächlich der Sonnenschein, der durch die Bäume... Also das ist praktisch der Schatten von den Bäumen hier. Heftig. Nicht schlecht. Ich bin gerade beeindruckt. So, 185. So, 1,9 Kilometer, dann sind wir in Radebeul-Weintraube. Das ist doch mal ein toller, toller Name.
Ja, eine Chaosfahrt im Wintersturm. Hey, so könnte ich das Video nennen. Chaosfahrt im Wintersturm. Das würde auf jeden Fall passen. 987. Mit gutem Sound. Dank Sound-Update von der Community. So, und wir gehen auf unseren letzten Halt in unserem heutigen Video zu. Denn ab Radebeul Weintraube übernimmt der Kollege für uns, oder die Kollegin, glaube ich. Die Fahrdienstleitung hat nämlich entschieden, uns nach diesem Manöver von vorhin doch besser rauszunehmen und uns eine Pause zu gewähren. So, und Türen auf. Schön, oder? Diese Schneetexturen hier, das hat sich mittlerweile so krass gebessert im Vergleich zu älteren Strecken. Also echt Hut ab. Ganz, ganz große Leistung. Gut, wir warten dann jetzt noch ganz kurz auf unsere Kollegin. In der Zeit bedanke ich mich schon mal für euch. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.